Jetzt sind wir hier auf der Halle 4. Das heißt, die ganze Halle ist die Welt von Sony. Wir betreten sozusagen die Welt von Sony und damit natürlich auch ein ganz großes Thema, wo wir aus berufenen Munde hören möchten. Was haben wir zum Thema 3D auf Sony? Es gibt ja so viele Geräte hier, da möchten wir uns ein bisschen orientieren lassen. Mein Gesprächspartner ist Herr Stefan Holländer. Schönen guten Tag, Herr Holländer. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, hier uns mit Ihnen zusammen auf dem Sony-Stand zu stehen und natürlich das große Highlight hier auch vorzuführen. Genau. Herr Holländer, wir sind jetzt schon seit einigen Tagen jetzt hier auf der IFA am Arbeiten, aber in der Halle 4 ist es ja immer so voll, dass es ganz schwer ist, dass wir hier ein kleines Fleckchen kriegen, wo wir drehen können. Deswegen Dankeschön, dass das so schön geklappt hat. Meine erste Frage ist 3D und Sony. Was können wir heute hier bei Sony zu 3D sehen und erfahren? Grundsätzlich glaube ich, dass wir mit Sony ein umfangreiches 3D-Angebot anbieten können. Ich denke, wir sind der Hersteller, der es schafft, 3D in seiner gesamten Palette in das Wohnzimmer zu bekommen. Wir bieten 3D nicht nur als Hardware für den Endkonsumenten, sondern schaffen es letzten Endes auch, die komplette Palette zu bedienen. Sprich, wir haben Zuspielgeräte in Form einer PlayStation, natürlich für 3D-Spiele. Wir haben Zuspielgeräte in Form von Blu-ray-Playern, die natürlich mittlerweile durch Firmware-Upgrades in einer riesen Palette Content zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, wir sind der einzige Anbieter, der es letztlich schafft, die Töchtergesellschaften wie Sony Pictures durch eigenen Content eben die komplette Kette für den Endkonsumenten zu Hause erlebbar zu machen. Gut, da haben wir einen schönen Überblick. Lassen Sie uns mal ganz konkret reingehen. Stichwort Fernseher. Was für Fernseher werden hier mit 3D-Möglichkeiten angeboten? Die Palette von Sony umfasst mittlerweile 10 unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Zollgrößen. Wir freuen uns sehr, dass unser Top-End mit dem aktuellen EISA Award ausgezeichnet wurde, sowohl hinsichtlich der Bildqualität als auch der Tonqualität. Und letzten Endes auch der Fernseher schlechthin im Markt ist, der dadurch überzeugt, dass er diese räumliche Tiefe eben in einem entsprechenden Realismusgrad darstellen kann. Gibt es schon einen Marktauftritt? Wissen wir schon, wann die LKWs losfahren in die Stores? Die LKWs sind unterwegs. Die sind mit den aktuellen Geräten unterwegs. Wir freuen uns diesbezüglich in den Märkten auch aktuell ein Bundle bereitstellen zu können, sprich ein Bundle aus PlayStation oder einem Blu-ray-Zuspielgerät in Zusammenhang mit unserer HX- und LX-Serie. Darüber hinaus werden wir die neuesten Generationen sukzessive in den nächsten Monaten in den Markt bringen. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu den Preisen, also jetzt das Top-Gerät, was Sie angesprochen haben. Wir bieten unser letzten Endes Bundle-Einstiegsgerät für 1.999 Euro an und haben natürlich nach oben aufgrund der Zollgröße noch alle Flexibilität, um auch den Wunsch nach großen Zollgrößen eben zu befriedigen. Okay. Sie hatten es angesprochen, das Stichwort Zuspielgeräte. Was gehört alles zum Portfolio? Bei den Zuspielgeräten im Zuge der Zeit, glaube ich, muss ich mich auf die Fokusthemen konzentrieren. Wir haben selbstverständlich die ganz normale PlayStation als Zuspieler. Ich freue mich aber darüber hinaus ebenso Vaio-Gerät mit einem 3D-Display oder als Zuspieler zu aktivieren. Sprich, werden wir im Frühjahr dann in den Markt einführen. Und unser zentrales Thema aus dem Bereich Digital Imaging ist ein 3D-Sweep-Panorama-Function, die Ihnen ermöglicht, mit der Panorama-Funktion in unseren neuesten Modellen eben auch 3D-Panoramen aufzunehmen und somit selbst im DI-Bereich eine durchgängige Kette anbieten zu können. Mhm. Also Sie stecken nur den Memory-Stick oder die SD-Karte in das Gerät, machen die ganze Verbindung über USB oder HDMI und können dann ganz normal Ihre Fotos, Panorama-Pictures eben in 3D selbst betrachten. Mhm. 3D ist ja der große Hype hier der diesjährigen IFA, aber viele Menschen fragen natürlich auch, was ist mit dem Content, was kann ich dort auch sehen? Da ist ja Sony aktiv, Sie haben das Stichwort gegeben, was können wir konkret erwarten? Das Thema Content ist für uns ein sehr zentrales Thema. Wir haben eben zum einen Partnerschaften eingegangen, Partnerschaften in Form von der Sky, die wir als Zuspieler immer weiter ausbauen werden. Wir haben unterschiedliche Fernsehsender, die sich ganz klar auf das Thema 3D committed haben. Und wir haben selbst eine umfangreiche Palette in Ankündigung für das nächste Jahr. Um genau zu sein, heute Nachmittag um 16 Uhr werde ich die Kollegen von Sony Pictures treffen, um zu besprechen, wann der Launch der nächsten Blockbuster sein wird. Wir hoffen damit, mit Themen wie Spider-Man natürlich wieder contentseitig nachlegen zu können und das mit unseren Geräten voll erlebbar zu machen. Okay, 3D ist aber auch ein Hype, der so ein Stück weit andere Innovationen so ein bisschen in den Schatten stellt hier auf der IFA. Deswegen möchte ich doch da nochmal tapfer nachfragen, was für weitere Innovationen habt ihr, mit denen ihr hier antretet, weil es wird ja überall sehr stark umlagert, eure neuen Geräte.
Ich denke, dass eines der sehr zentralen Themen für uns natürlich die Vernetzung ist. Insgesamt ein großes Thema im Markt, Vernetzung der einzelnen Gerätekategorien. Im Fokus nun mittlerweile immer mehr der Fernseher als zentrales Gerät, als zentrale Bedienstation. Und wir haben hier auf der IFA nun zum ersten Mal unsere Plattform, unsere Entertainment-Plattform Curiosity also in den Markt eingeführt. Und ich freue mich sehr, dass wir mit zwei Services eben starten werden, einem Video-on-Demand-Service in Streaming-Form und genau das gleiche aus Zuspieler auch für Music. Und damit haben wir zwei Startpunkte gelegt und werden natürlich alles dafür tun, diese Plattform über alle Geräte hinweg als die zentrale Plattform zu etablieren und vor allen Dingen dann eben auch sukzessive mehr und mehr Content bereitzustellen. Hört sich gut an. Jetzt noch eine Frage, wie kommt die PS auf die Straße bei CE-Markt TV? 20.000 Händler orientieren sich dort und schauen halt, wie stelle ich mich auf fürs Vorweihnachtsgeschäft? Was ist eure Botschaft? Was sollte man nicht verpassen als Händler? Na, ich möchte das altbekannte Wort SPP nicht überstrapazieren, aber wir sind natürlich hier auf der Messe gerade in sehr, sehr engem Kontakt mit unseren Händlern. Alle Händler haben sich sehr gefreut, dass wir 3D während der für uns ja fast erfolgreichen Fußballweltmeisterschaft so aktivieren konnten. Und wir wollen diese Awareness, die beim Endkonsumenten eben da ist, dafür nutzen, um möglichst in Zukunft genau dieses Bewusstsein beim Endkonsumenten in einen Kauf am POS umzuwandeln. Und dazu haben wir eine umfangreiche Palette bereitgestellt, von Demogeräten bis hin zu POS-Möbeln, bis hin zu Broschüren, bis hin zu Promotoren, die eben in einem Paket mit der bestehenden Verkaufsvereinbarungen und Gesprächen, die wir hier im Händlerzentrum führen, abgeholt werden können. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Holländer, dass Sie für uns im Moment Zeit genommen haben. Ja, Sie haben es gehört, eine breite Palette, viele Innovationen und um 16 Uhr, da müssen wir alle aufpassen, da ist der große Call und es gibt weitere Neuigkeiten, demnächst zum Thema Content von Sony auf 3D. Frank Siebmann für Digital Lifestyle TV und für CE Markt TV live von der IFA 2010 in Berlin. Wir haben noch einige spannende Drehs für Sie. Bleiben Sie dran.